Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Heute geht es nämlich um ein paar Paragon-Kisten. Ich habe mir nämlich insgesamt wieder fünf Paragon-Kisten zusammengefarmt und ich hoffe, dass wir jetzt mal irgendwas rauskriegen, was ich noch brauchen kann. Ich brauche nämlich unter anderem noch ein paar Essenzen auf, ja, Stufe 4, also sprich die Legendary Essence. Und ich habe hier auch schon den D ausgewählt als Spezialisierung. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Kiste an. Ich habe eine von den Tarsalaner Suche. Okay, da müsste nichts Großartiges drin sein. Gold und Kriegsressourcen. Dann haben wir die Ankuhana. Da können tatsächlich, ja, so eine Essenz drin sein. Oh, es ist eine Essenz drin. Ich glaub's ja nicht. Ihr habt es gerade schon gemerkt. Ich hab drauf gedrückt und dachte, es ist eh nichts drin. Ich habe jetzt etwa gefühlt 100 Kisten aufgemacht und meine Reaktion war jetzt, okay, da ist eh nichts drin, eh nichts drin, eh nichts drin. Ich mache die Kiste auf und es ist einfach eine Essenz drin. Ich kann es gar nicht fassen. Das habe ich jetzt nicht mehr erwartet. So, dann haben wir noch Rossbolzen. Leider nichts drin. Dann haben wir die Vorräte der Rajani. Da könnte noch ein Pet drin sein. Schade. Und dann haben wir noch Uldum. Da könnte auch ein Pet drin sein. Auch nichts. Aber ich habe eine Essenz gekriegt. Ohne Scheiß, dass ich das nur erleben darf. Ich wollte schon aufgeben, aber das beflügelt mich jetzt wieder. Was haben wir denn hier? Gleichgewicht oder Wildheitsessenz? Uiuiui, jetzt bin ich aber ein bisschen hyped. Ich hab schon echt nicht mehr mit gerechnet, dass die Essenzen überhaupt noch drin sind, ne? Gut, okay. Die basteln wir jetzt gleich mal rein und dann gucken wir uns mal an, was für Essenzen ich noch alles brauche. Ich bin nämlich da schon eine Weile am Sammeln und ja, die Geschichten für Ruf, die ziehen sich leider. Also, im Main-Spec habe ich alle Essenzen soweit fertig, bis auf ja, zwei Stück, die von Queen, die habe ich leider beim Kill nicht bekommen. Und also Queen Mythic droppt die. Und das andere ist die Arena Gladi Essenz quasi. Und ich bin jetzt quasi ja noch ein bisschen dran, die für den Zweit-Spec zu sammeln. Und da fehlen mir noch die DD und Heiler Essenz, sowohl vom Rossbolzen als auch von den Ankuanern. Aber jetzt haben wir ja uns hier eine holen können. Und zwar, das müsste ja die von Rossbolzen jetzt gewesen sein, ne? Schauen wir mal. Ja, da ist wieder eine mehr. Jetzt brauchen wir quasi hier beim Zweitspeck eine noch beim Rossbolzen. Ankuana. Queen. Und das hier ist Rossbolzen. Ah, nee, dann war das doch eine von den Ankuanern. Keine vom Rossbolzen. Ah, okay. Also brauche ich jetzt noch zwei vom Rossbolzen und eine von den Ankuanern. Ja, gut, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut an der Stelle aus. Ja, freut mich, dass ich jetzt mal endlich eine Essenz gekriegt habe. Leider trackt mein Addon nicht mehr mit, seit ich das Mount und so habe. Wie viele Tries ich hatte, also Rarity checkt leider keine Essenzen vom Zweitspec mit, was ein bisschen schade ist, aber ich habe theoretisch alle auf Video, alle Kisten-Openings. Irgendwann müsste ich mich mal hinhocken und die Arbeit machen und diese Kisten nachzählen, wie viel ich jetzt von den Ankoanern und vom Rossbolzen tatsächlich jetzt schon aufgemacht habe. Gefühlt sind schon deutlich zu viele, aber naja. Wahrscheinlich sind so 30 oder so geschätzt. Es waren auf jeden Fall einige. Okay, damit wären wir am Ende von dem Video. Jetzt brauche ich noch drei Essenzen insgesamt raus. Dann müssen wir diese blöden Dailies nicht mehr machen. Ich mache es echt nicht gern, aber naja, ich bleibe an sowas dran. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie weit ihr mit den Essenzen seid. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.